Willkommen, liebe Clasher, hier bei einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten und den True Warriors. Wir haben uns in den letzten CKs nicht so gut geschlagen, muss ich sagen. Die Folge heißt auch nicht umsonst, die Wikinger kamen oder kommen. Wir haben richtig auf die Mütze gekriegt, wir gucken einfach mal in unser Log rein. Hier muss ich sagen, haben wir sehr unglücklich verloren, haben etliche Angriffe oben vor allen Dingen verdödelt und konnten eigentlich nur unser Pflichtprogramm abspielen. Das heißt, wir haben bis RH9, andere Seite, ganz gut geklärt, aber im 10er-Bereich nichts mehr auf 3 Sterne gekriegt. Das hat der Gegner etwas besser gemacht, der dann doch schon den ein oder anderen 10er hier gedreiert hat. Und wir haben auch oben gute 2 Sterne kassiert, haben uns auch hier oben im oberen Bereich diesmal wirklich schwer getan. Man sieht es hier, die Base haben wir gar nicht gepackt. Das kann also eigentlich so in so einem starken Clan nicht mehr vorkommen. Der letzte Clankrieg war eigentlich schon verloren, bevor er begonnen hat. Liegt einfach daran, dass die Königlichen hier aus Dänemark mit stark kriegsoptimierten Dörfern daherkamen. Das heißt nichts anderes, dass die Dörfer eigentlich normal verteilt waren, allerdings im unteren Bereich auch. Immer wieder 10er und 11er sind, die Bases, ich will sie gar nicht zeigen, waren so leicht. Wir haben bis zur 18 hier alles mit RH8 kaputt gekriegt. Dann waren es echt nur ein paar RH9er, die wir machen mussten. Und dann fingen irgendwann schon die 10er an. Und da fehlten uns einfach am Ende, muss man sagen, ganz klar die Sterne. Denn unser Gegner hat hier richtig im RH10-Bereich gedreistellt, nämlich alle. Das heißt, wo fangen unsere 10 an? Steffi 9,5, 10, 10, 10, 10. Wobei Klasnik, glaube ich, jemand ist, der 9,5er noch spielt. Und hier geht es eigentlich erst mit Infernus los, aber richtig gute Angriffe. Man sieht das hier auch. Der Gegner hatte richtig gute Helden, also 8 auf 8 mit 3 Sterne ist schon richtig stark. Die 10er hatten hier durchweg 40, 40er Pärchen. Und die Elfer waren, man sieht das hier, der erste und hier auch der erste, hier dann der dritte vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, wo der zweite hier überhaupt was geholt hat. Ich kann es euch gar nicht genau sagen im Moment. A2 hat 2 und 1 gemacht, jetzt sehe ich's. Und die waren richtig gut, muss man sagen. Die ersten drei von denen, Legendenliga, wissen genau, was sie tun. Und sie hatten zwar dann in der Clan-Beschreibung reingeschrieben, ich möge doch bitte deren Angriffe hier im Video zeigen, was ich natürlich nicht mache. Hier gibt es von mir an der Stelle nur einen Finger, den ich jetzt aber auch wieder ausgebaut habe. Das hat mir doch nicht so gut gefallen, denn solange Supercell das Matchmaking nicht hinbekommt, wird es immer wieder solche Clans geben, die es gnadenlos ausnutzen, muss man sagen, an der Stelle, dass die Truppen nicht in das Matchmaking-Gewicht mit reinfallen, sondern wirklich nur die Base. Und das ist wirklich scheiße. Das kann man nicht anders sagen, weil wir sind ein relativ normaler Clan, haben vielleicht ja so 1, 2, 9, 5er dabei, das ist dann auch gewesen. Und die müssen trotzdem oben ran. Und wenn ich sehe, dass in einem CK, der, ich muss nochmal reingucken, gerade in den Clankrieg, ich glaube, es war vom Gegner der 18er, der nee, ist noch nicht mal der 18er, es war der 23er, der Punisher. Ja, volles Rathaus 11, richtig fette Truppen am Start, bei uns den ersten als ersten Angriff gemacht hat. So hat sich das im ganzen Clankrieg wieder gespiegelt. Und der würde nicht da unten stehen, wenn er nicht nur eine Kanone hätte oder ein Bogenschützenturm oder was er da auch immer stehen hat, sondern der gehört eigentlich nach oben, dritte, vierte Stelle. Und mit dem Dorf ist das natürlich dann leider ein Opfer. Leider ist es nicht so, müssen wir so hinnehmen. Und unser Clash-Leben geht dementsprechend weiter. Auch mein Clash-Leben geht so ein bisschen weiter. Ich habe mich dazu entschieden, die Queen weiterzubauen. Auf Level 40, 3 Tage, 15 Stunden ist sie auf 36. Dann geht es steif auf die 37, da arbeite ich also immerhin. Versuche auch immer zeitnah dann Bob fertig zu haben, beziehungsweise frei zu haben. Und mein letztes Teil, Schmuck am Nachthemd, ist heute auch in Produktion gegangen, nämlich der Elixier
Sammler, dann habe ich alle Sachen, die man neben den Defensivsachen neu bekommen hat, im Rathaus 10er Bereich fertig gebaut, sprich den Bohrer, sprich hier dieses Lager war es, glaube ich, was jetzt schon fertig ist auf 12. Und in 6 Tagen habe ich auch endlich meine letzte Kaserne fertig. Das heißt, ich bin dann exakt 64 Tage Rathaus 10, weil der Bob hat nicht aufgehört zu bohren. Ich habe also mit einem einzigen Bob nur die Kaserne erstmal gebaut. Das war dann neben den Forschungen auch immer eine ganze Menge Elex. Und forschungsmäßig sieht es bei mir auch sehr gut aus. 2 Tage, 4 Stunden, endlich die Riesen. Da freue ich mich auch richtig drauf. Die kriegen satte 160 Healpoints mehr. Das heißt, sie haben dann 1000 Hitpoints, das ist natürlich schon richtig heftig. Und wenn ich da so 20, 25 auf die Reise schicke, dann geht da schon was. Vom Farm her, da freue ich mich auch drauf, dass die bald fertig sind. Zweite Inferno geht in 2 Tagen 17 Stunden dann auf Max-Level für RH10, das heißt auf Level 3. Läuft also an der Stelle auch. 2. Tesla rennt. Und wir sind zurzeit im CK, der läuft jetzt, ist gerade angelaufen. Wir haben die ersten beiden Kämpfe hier. Ich wollte aber, dass diesmal keine CK-Kämpfe zeigen. Das mache ich dann im nächsten Video, denke ich mal. Und mal sehen, ob ich es irgendwann mal hinbekomme, etwas zeitnah die Folgen hinzukriegen. Ich bin im Moment ein bisschen angeschlagen. Hört man wahrscheinlich auch. Ich bin total stark gekältet, schon seit mehreren Tagen. Und habe auch einen ganzen Haufen Arbeit. Wenn das Jahr beginnt, dann sind bei uns halt immer ein richtiger Arsch voller Projekte erstmal am Start. Und ich finde, nicht am Stück mal die Zeit, hier so ein bisschen zu was zu drehen, das danach zu schneiden und so weiter. Also seht es mir nicht nach, dass jetzt nicht unbedingt was für ein CK kommt, sondern mal auch so eine normale Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Toto Clashed.